Ja, weil die Forschung hat auch diesen fiesen Zweier-Trick wieder. Das heißt, man braucht jedes Mal zwei Dinger, um das einmal laufen zu lassen. No, okay. Was fehlt noch für mehr Akkus? Mehr grünes Zeug. Mehr grünes Zeug ist gar kein Problem. Da haben wir hier oben den Drill nicht mehr, aber dafür haben wir unten zwei. Eine Sache, die in den Kommentaren noch besprochen wurde. Jemand war der Meinung, und ich kann das leider nicht irgendwie verifizieren oder debattieren oder was auch immer, weil ich nicht drauf geachtet habe, dass durch den Crafting-Skill die Bauzeit auch geringer wurde. Also die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Deswegen wurde die Bauzeit geringer. Das heißt, je höher ich den Skill mache, desto schneller kann ich auch hier im Spieler-Crafting craften. Da bin ich mir echt nicht sicher. Da bräuchte ich ein bisschen Input von euch, was ihr da so beobachtet habt. Weil das ist schwierig zu beobachten. Ich müsste jetzt sonst theoretisch irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Punkte hier aufhäufen. Und dann irgendwas ganz Langsames bauen. Dann alle 30 Punkte reinhämmern und dann das ganz Langsam nochmal bauen. Mit einer Stoppuhr nebenbei. Ja. Müssen wir mal schauen. So, ich habe erstmal wieder genug grünes Zeug. Bau die hier. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlt Holz. Ja, ich gehe gleich mal zu meinen Farmen und gucken, ob wir die ersten Sachen schon abreißen können. So, wir haben Tag. Ja. Sehr gut. Und Akkus sind fast instant voll. Das hat nichts mit den Akkus zu tun. Mit den Solarzellen. Es sind garantiert genug Solarzellen. Also all unser grünes Zeug pumpen wir jetzt in Akkus. Und bald auch dann die besseren Akkus. Die hier müsste ich eigentlich umbauen. Also von da nach da. Aber das ist eine rein optische Sache, also lass ich mir da ein bisschen Zeit. So. Kann ich dich nicht von Hand abbauen? Das ist ärgerlich. Ja. Muss jetzt warten, bis das abgebaut wird. Schade. Also hätte ich denn ein paar davon nicht direkt hier auf die Farm gebaut, dann hätte ich auch vorher mit der Maus rübergehen können, was für Ressourcen die verschiedenen Etappen denn da produzieren. Weil ich weiß, dass man diese Zwischenstufen auch abbauen kann. Ah, warte. Da, ein Holz. Gut. Also die Germlings, die machen schon mal Holz. Und die Korallen kann ich... machen auch Holz. Hä? Ja, okay, die Große hat irgendwie keine Zahl. Gut, also beide machen Holz. Also kann es ziemlich egal sein, was wir dann davon bauen, ha? Ja, mach mal. Was wollte ich? Wollte Akkus bauen, ja. Da. Noch mehr Akkus bauen. So, blub, blub. Warte mal. Blub, 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 blub. Sehr schön. Schön viel Akkus. Oh, warte, das geht nicht auf. Ja, hier ist ein Problem. Wegen den Lampen. Ach so. Die sollten wir dann rausnehmen. Nee. Die können ruhig da bleiben. Es war geplant, dass da ein Absatz zwischen ist. Also wir verballern jetzt quasi Platz. Aber den Platz wollte ich haben, damit ich da durchlaufen kann. Ja, du bist auch falsch. Das passiert, wenn man ungeduldig ist. So, 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 so. Also ich kann nicht einfach gedrückt halten und hier durchrasen. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So. Weil ich sehe es sonst später kommen. Irgendwo ist ein Angriff. Ich muss mit meiner Combat-Laser-Shotgun des Todes irgendwo hinlaufen und dann sind überall Stromdinger im Weg. Das wäre nicht so schön. Und jetzt kann ich halt hier durchhuschen. Selbst mit den Lampen. Aber das finde ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob das im Modpack gemacht wurde oder von irgendeinem kleinen Minimod, aber dass die Collision-Abfrage von manchen Gebäuden kleiner gemacht wurde. Dass man an den Strommasten, an den Bäumen und so weiter wesentlich einfacher vorbeikommt. Weil die war echt ein bisschen albern vorher. So, irgendwo schon Holz? Ich brauche Holz? Verkaufe Seele für Holz? Ah, okay. So, du bist am Craften. Die sollten wir auch dann irgendwann mal automatisieren. Hm? Die Magnete da brauchen wir doch recht häufig. Und wir können auch... Oh, warte, wir können Holz auch replikazizieren.
Aber es wird mehr Strom verbrauchen als die Fabriken. Ja. Ja, ich denke später, so im Hightech-Bereich, den können wir gerne anfangen, alles zu replizieren, auch rote Chips und Öl und was weiß ich. Aber bis dahin sollten wir versuchen, drauf zu vermeiden. Nur halt Eisen und Kupfer, weil wir direkt hier in der Basis nicht so wirklich viel davon haben. Ja, ist okay. So. Forschung ist bei 60%. Rote neue Tränke habe ich leider keine für euch. Ich gehe mal ganz kurz zu der... die Kiste da hinten ist ein bisschen weit weg inzwischen. Das da hinten ist unsere Kiste mit Aussortierkram. Bis ich weiß, wo der Recycler ist. Und da schmeiße ich jetzt rein den Liquid Handler, die Steam Engines, die Offshore Pumps, die da, die Boiler. Da war noch was. Ah, die Pumps hier. Die waren noch relativ. Die waren nicht teuer. Die waren billig. Ja. Alles okay. Putzel, putzel. Stimmt, die anderen Forschungsanlagen hier. Stell die mal hier so irgendwo hin. Und tu mal rein die Erde. Bau mal ein paar Magneten. Bau Super Gondu, was auch immer. Und du brauchst ein blaues, komisches Ding. Also diese... Ach so, Electric Circuit Boards. Können wir die überhaupt schon bauen? Das wird die vor... das Nachfolgemodell von dem Holzbrett sein. Nee, können wir noch gar nicht. Ja gut, dann kannst du mir die Ressourcen wiedergeben. Danke. Aber ich platziere dich und deinen Kumpel hier mal, damit sie nicht bei mir im Inventar rumlungern. Gut, du brauchst Kupfer. Schön. Kriegst du noch mehr Stahl. Noch mehr Kupfer. Ich will schön viel Munition für meine Türme haben. Das ist okay, 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 das ist okay. Gib mir mehr grünes Zeug. So, was sagt Strom? Strom sagt 1,2 Gigajoule. Sehr schön, sehr, sehr schön. So muss das sein. Ich crafte wieder nichts. Crafte rote Tränke. Und das sieht hier gut aus. Das sieht aus, als wenn da Bäume fehlen würden. Und wir kriegen... Was? 6 Holz. Also für 2 abgebeugte Bäume, also pro Baum 6. Ja. Okay. Und die Korallen scheinen schneller zu wachsen als die Germanlings. Hm. Okay, bau mal. Da. So 20 davon, 20 davon. Und setz mal hier ein paar Kisten hin. Einfache Eisenkisten. Brech die da ab. Und dann befüllen wir die automatisch mit 9. Ja, also halbautomatisch. Du bist ein normaler Iron Chest. Das ging so, oder? Wenn ich jetzt die... Da waren die Germlings. Nicht Coral Seed, Germlings da. Genau, die werden reingelegt. Und du wirst platziert, okay. Dann machen wir hier das gleiche für die Korallen. Und ich muss dann immer nur zwischendurch das Holz rausnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das einfach hier auch mit dem Ärmchen machen kann. Oder ob er mir dann das Holz raus... die da rausnimmt. Ja, schon, da geht's rein. Das heißt, wir nehmen dann zwischendurch das Holz raus und stellen dadurch die Samen her und dann ist gut. Ich könnte auch eine Fabrik dazwischen bappen. Und das auf ein Stack. Ja, das klingt gut. Mach mal da eine Fabrik hin. Und die stellt jetzt bitte Germlings her. Und sobald da Holz reinkommt, werden Germlings hergestellt. Wir brauchen mehr Ärmchen. Und die Germans werden da reingetan und dann, ne, staut sich irgendwann hier ganz viel Holz in der Kiste. Weil die Kiste voll ist mit Germanlings, die Fabrik nichts mehr herstellen will und, ja. Das heißt, wir müssten nur die Kiste dann entweder in Fließbändern entladen lassen oder regelmäßig abholen. Aber so ein ganzer Stack Holz, das wäre schon mal schick, ne. So, und das Gegenstück machen wir dazu auch noch hier. Nicht damit.
Hier. So, und du stellst bitte das Korallenzeugs her. Und dich beschränken wir bitte auch. So, und du brauchst auch noch ein Ärmchen. Ja, richtig schöner Kreisverkehr hier. Flup, 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 flup. Gut, alles am Arbeiten, alles am Tun. So haben wir jetzt schon mal endlich Holz. Ah, wie viel kostet das? Stromtechnisch? Gar nichts. Also nur die Ärmchen. Die Farmen selber brauchen gar keinen Strom. Das ist super. Und wahrscheinlich 10.000 Mal stromsparender als Holz zu replizieren. Hä, Gerogon? Ja. So, das ist jetzt nicht schön. Ich habe doch gerade gesagt, dass wir den Platz sparen wollten für, ne? Hier, hier stehen die Fabriken da am Weg. Ja, drehen wir bei Zeiten um. Ich will das jetzt, kann ich dich drehen, ohne dass was kaputt geht? Nee, kann ich nicht. Mäh. Mäh. Wird bei Zeiten geändert, aber erstmal wächst das Baumzeugs da. Hier. Wie viele Akkus haben wir jetzt? 1,4. Keine Solar. Keine. Nein. So. Bau hier. Die da. Ganz viele davon. Wir kriegen wieder irgendwelche Talent-Part-Bonus-Dinger. So. Mauern habe ich keine gebaut, aber ich habe schön viele Ziegel dabei. Bau doch mal alle Steinmauern, die du haben kannst. So, was könnte ich jetzt noch machen, während die Forschung durchtickert? Oh genau, ich sollte meine Tränke wieder abliefern. Die ganzen neuen, die ich gemacht habe. Wow. Ja. Dahin werden ungemein helfen. Während die Forschung durchtickert und die ganzen Sachen da unten. Nicht wirklich viel. Ich könnte die Sachen jetzt hin und her tragen. Aber das ist was wirklich rein optisches, das bringt mir nichts. Ich glaube, ich setze mir die anderen Poles hier, damit wir hier an Lavalampen arbeiten können. Und hier eine Anbindung. So. 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 Hier hin. Ja, aber das sieht echt mies aus. Ich habe mir auch ein anderes Konzept überlegt, dass wir das nicht so machen mit, wir haben jetzt hier einen Komplex, der stellt nur rote Tränke her. Und das funktioniert offensichtlich nicht besonders effektiv. Sondern wir haben einen Komplex, der macht aus Steinzahnrädern. Und da kommen dann 3, 4 Fabriken hin, dass jeglicher Bedarf, den wir jemals haben werden, da abgedeckt wird. Ja. Mir gefallen Fließbänder einfach nicht mehr. Ich glaube, ich bin zu sehr Roboter verwöhnt. Aber das werden wir nicht schnell dahin schaffen, oder? Wie schnell kommt man hier zu Robotern? Kleine fliegende Roboter? Da, nein. Logistik-Robots. Ja, okay, wir bräuchten die Circuitboards. Und das war's auch schon. Also theoretisch könnten wir Roboter machen. Aber ihr wisst, wie viel 100.000 Roboter man braucht, um da irgendwas einigermaßen zu lösen. Ja. Aber für die Befüllung wäre es schon mal ganz schick. Also die Befüllung von den Türmen. So. Stopp die mal. Das ist echt okay. So. 26 Akkus noch. Komisches grünes Zeug. Her damit. Und wir haben immer noch keinen davon. Wir haben jetzt 13, 1er, 3, 2er und 0, 3er. Und wir können die tollen Sachen bauen. Ja. Was nun? Flame Bullets. Weiß ja nicht. Synthetisches Holz. Okay. Gates, Logistik, Underground Belts. Splitter und schnellere Ärmchen. Her damit. Das brauche ich sowas von. Und mach mal die hier weg. So. Und schmeißt sie da hinten wieder rein. Weil wenn sie da hinten in der Sackgasse hängen, bringen sie uns auch nichts.
Eigentlich müsste sogar nicht einen Rundlauf machen. Aber das klappt dann wieder nicht so ordentlich. Halbe Ärmchen wären auch noch ganz toll demnächst.